Moin moin liebe Leute, wir befinden uns hier wieder im ETS Euro Truck Simulator 2. Ich bin jetzt hier in Napoli an der Werkstatt. Natürlich will ich die jetzt auch gleich kaufen. Macht ja Sinn. Naja, in der Werkstatt sitzt in der Garage. Ich habe einen schönen Auftrag hier in Napoli gefunden. Ein Spezialtransport mit Begleitschutz. Wenn wir die Randale leuchten aus. Mal gucken, was uns da gleich erwartet. Mit was für einem Begleitschutz wir fahren, weil ich habe noch einen anderen Mod mit drauf gemacht. Mal sehen, was wir für einen Begleitschutz kriegen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt einen Polizeibegleitschutz kriegen oder den Standard. Ich habe extra einen Polizeibegleitschutzmod mit drauf gemacht. Also mal sehen, was uns da gleich erwartet alles. Ich hoffe, wir kommen mit der Fracht so vernünftig runter, dass sie uns vernünftig hinstellen. Also mehr will ich eigentlich gar nicht. Da haben wir sie. Das ist wieder ein Airbus 319. Aber mit Begleitschutz. So. Nur mit Werbung richtig und so. Das sieht schon cool aus. Macht schon mehr her. Auch wenn wir Begleitschutz haben. Bulgarien eher. In Italien macht auch Sinn. Weil Italien ist ja irgendwo ein Airbus-Werk, soweit ich weiß. Bin mir da aber nicht sicher. So gut kenne ich mich da auch nicht aus. So, fortfahren. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt, was wir für einen Begleitschutz haben. Ist überhaupt alles an Licht an? Bestimmt wieder nicht. Oh doch. Das sieht alles gut aus. Perfekt. Ach, falsche Taste. So wie immer. Wir ziehen jetzt erstmal schon rüber. Vielleicht hätte ich da auch den Begleitschutz wählen können. Habe ich jetzt nicht. Ja, schade. Habe ich nicht darauf geachtet, ob ich den Begleitschutz wählen kann oder nicht. Schade, schade, schade. Ja. Was habe ich für einen Begleitschutz? Polizei. Schön Polizeibegleitschutz. Also mal wieder was anderes. Schönen Polizeibegleitschutz zu haben, anstatt die komischen gelben. Nach hinten fährt so ein gelber, vorne fährt Polizei. Cool. Das ist auch eine schöne Kurve hier durch. Ich lasse mich jetzt zum Beispiel rollen.
Jetzt muss ich natürlich ein bisschen Gas geben, aber alleine jetzt mit der Werbung auf dem Flugzeugteil, auf den Rumpf oder was ist da, oder wie sich das schimpft bei Flugzeugen, Polizeibegleitschutz, also finde ich schon cool. Oh. Ups. Meter lang, 4,60 Meter breit, 4,60 Meter hoch. Das ist schon meine Höhe. Ja, da ich den hinten drauf gefahren bin, mussten wir halt nochmal starten. Schon doof. So, hier lasse ich mich wieder mal rollen. Aber zum Glück war das nicht ganz so weit der Ladepunkt. Ich hoffe, der hält jetzt nicht schon wieder an. So, er hält schon natürlich schon wieder an. Aber das wäre vielleicht auch mal eine Fotozeit hier. Da. So, dann fahren wir mal weiter. Oh. Oh, hinten ist jetzt auch Polizei. Nicht mehr nur der gelbe. Oh, cool. Komplett Polizeikontrolle. Komplett im Polizeibegleitschutz, das finde ich ja eigentlich ganz cool. Also das ist ja mal wirklich schön. Das ist auch mal was anderes, im Polizeibegleitschutz zu fahren, anstatt immer nur mit dem normalen, sag ich jetzt mal. Halten. Ja, nicht Konsole.
Irgendwie will er meinen Transport nicht übernehmen hier. Schade, dass er meinen Transport jetzt hier bei Speedphone nicht übernehmen will. Weil das so ein schöner Transport ist. Aber das ist jetzt so. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Alter, das ist so eine geile Kurve. Das wird jetzt auch eine richtig geile Kurve. Aber passt alles. Habe ja langsam Übung in den großen Dingen zu fahren. Oder mit den großen Dingen zu fahren. So, jetzt sind wir schon mal in Napoli raus. Jetzt gehen wir schön auf 60 für ein kurzes Stück. Ein kurzes Stück. Und dann wechseln wir auch schon wieder die Autobahn. Und das wird auch wieder sportlich, die Autobahnabfahrt mit so einem Geschoss. Aber dass solche Flugzeuge überhaupt fliegen, das ist schon der Wahnsinn, finde ich. Aufgrund der Physik der Hülle und sowas alles und der Formung der Flügel und der Triebwerkskraft, darum fliegen die aber. Sonst, ey, vom Gewicht her, das ist schon Wahnsinn, ey. Das ist jetzt wieder nur ein gelber, obwohl wir noch ein blauer noch dahinter. Und vielleicht kommt der blaue da hinten ja auch noch mit. Man weiß es nicht. Schade, dass der Auftrag bei Speedfow immer pausiert wird. Wer weiß, was ihn da stört. Ah, dann können wir uns das Geschehen mal ein bisschen angucken. Hinter uns los ist. Da ist ein Begleitfahrzeug.
So. Dann will ich noch mal ein Foto machen. Entschuldigt, Jungs, Mädelagenda. Wenn ich Husten anfalle, da kann ich leider nichts für. Aber wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Es freut mich, dass ihr alle zuschaltet. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr neu seid. Haut ein Abo rein. Ich freue mich über jedes kleine Abo. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.